Ich habe mir gerade mehr oder weniger $3.640 durch die Lappen gehen lassen, indem ich eigentlich den Ofen es ausgemacht? mal wieder ein bisschen übertrieben habe. Wer hätte es erwartet? Es waren, für die, die es nicht Raus gesehen aus haben, dem Auto! die eine, ich würde sagen, Edelbäckerei der Borazinis. Alter, was für ein Idiot. Das Geld nehme ich aber trotzdem mit. Oh ja, die Tartaglias. Bei denen muss ich. Bei den Tartaglias muss ich aufpassen. Da gibt es gleich eine Vendetta, wenn ich nur so weitermache. Muss ja nicht sein. Deshalb, ja, was soll ich sagen? Ärgere ich jetzt die Brasilien ein wenig. Ja. Und wie gesagt, da hatte ich gerade eben die. Ja, Erpressung, die da gescheitert ist. Wo war mein... Da war mein Hauseingang. Denn die leben ja jetzt alle wieder. Die Wachen, die ich getötet habe. Ach, was soll's, mach ich mit der hier weiter. Dafür brauche ich eh eine Menge Munition. Oder habe ich zu viel Munition im Endeffekt? Mann, geht endlich drauf, verdammt. Na, endlich. Da ist einer. Mal sehen, ob ich den. Das war ein guter Schuss, würde ich mal sagen. Den habe ich erwischt. Das ist die Frage. Was hat er mir da gelassen? Ja, Leben. Das wusste ich doch. Irgendeiner lässt da immer Medizin liegen. Oder Leben, oder wie auch immer man es nennen will. Hier kann ich mich noch mal ein bisschen. Was? Poly. Polyethylen oder Polycarbon. Poly. Polypropylen. Tut mir leid, Sir. Poly. Polyvinyl. Bitte, töte mich nicht! Poly. Hatte ich Polycarbonat schon? Aha, es gibt also doch noch mehr von ihnen. Da ist gerade wer ausgestiegen, das klingt. Ist nicht gut. Und wieso habe ich da hinten eine Waffe gefunden? Das ist wirklich nicht gut, dass ich da gerade jemanden habe aussteigen hören. Weil das vor allem noch Gegner sein könnten. Von daher. Gut, wollen wir mal sehen, was wir dieses Mal. Warum hier drin finden. Manchmal sind ja welche hier drin, manchmal nicht. Das ist nur die Angestellte. Und mal sehen, versteckt einer auf dem Klo. Sieht nicht danach aus, deswegen kann ich weitermachen. Und ich glaube, die Schwachstelle war irgendwie wirklich, dass ich ihn angeschossen habe. Nein, das war nicht die Schwachstelle. Was war denn die Schwachstelle? Sollte ich nochmal. Wow! Alter, nein! So ein Mist aber auch! Okay. Dasselbe wie das letzte Mal. Die haben mich einfach im falschen Moment dann doch nochmal erwischt. Ich brauche Hilfe! Na? Gut, da ist genug Munition drin, um das Ganze hier zu erledigen. Schick. Der war auch gar recht einfach. Der ist zwischen Autos zerquetscht worden. Bitte, töte mich nicht! Okay. Oh, doch noch nicht zerquetscht worden. Aha. Heute ist Zahltag? Schon?
Warte, schon wieder oder immer? Ach nee, der war das letzte Mal. Ja, währenddessen auch noch. Stimmt ja. Beinahe vergessen. Nicht nur einen Zahltag vergessen. Na, komm, noch ein Treffer. Gut, damit habe ich sie alle. Jetzt ist die Frage, wer von ihnen hat die Medizin fallen lassen? Oder muss ich doch nochmal zum Arzt gehen? Oder zum Krankenhaus? Ich nicht weiß, ob ich da nochmal rein kann. Ist immer so eine blöde Sache. Hat nicht doch einer irgendwie Medizin für mich da liegen lassen? Na klasse. Das, ist natürlich echt super. Dann versuche ich einfach nochmal, ob ich vielleicht ins Krankenhaus komme. Vielleicht heilen die mich ja. Je nachdem, ansonsten müsste ich vielleicht nach Hause. Jetzt komme ich da nicht durch. Lücke ist nicht groß genug. Nein. Mist. Okay, ich muss nach Hause. Es ist mir eine Ehre. Ist zwar jetzt nicht sonderlich aufwendig oder schlimm, da das auf demselben Stand bleibt. Da sind nur noch, bleiben nur noch zwei in der Küche, die auftauchen, wenn ich anfange, diesen Kerl zu erpressen, aber weiter gibt's da eigentlich nichts. Jetzt die Frage, ist immer noch die Frage, mit was ich den dann doch auf die Schwachstelle geschafft habe. Weil anschießen war es ja jetzt dann im Endeffekt doch nicht. Festhalten ging nicht so gut. Und ansonsten Sachbeschädigung, Gäste anschießen. Mal sehen. Mal sehen, was bei rauskommt. Jetzt wird erstmal geheilt. Und naja, gut, das dauert zwar einen Moment, aber ich kann ja trotzdem weitermachen. Von daher. Ist ja gut, ich fahre ja schon. Dein Pech, dass du mir dass du hinter mir standest. Naja. Gut. Jetzt, wo ich wieder volles Leben habe, meine Magazine doch ein wenig leerer sind als vorher und der Laden kurz vor der Übernahme steht, hoffe ich doch, dass ich jetzt endlich die Schwachstelle von dem netten Herren finde, bevor es dann doch zu spät wird. Also in dem Sinne zu spät, dass er dann doch sich nicht mehr erpressen lässt oder die Erpressung scheitert oder was auch immer. Deswegen. Ja, wir wissen ja, dass es am Ende vom E ist. Das brauchen Sie nicht mehr. Nein, das war's nicht. Sind Sie verrückt? Das ist die Frage. Was zum Teufel? Nee, tauchen die jetzt hier auf oder nicht? Der Kerl ist verrückt. Warte, tauchen die dann hier hinten aus der Tür auf? Weil ganz aus dem... Hey, da ist eine Füllrolle. Nochmal 1000 Respekt. Juhu. Schwachstelle, Schwachstelle, Schwachstelle. Ich hab sie ja gefunden. War das dann einfach Leute erschießen? Leute bedrohen? Anschießen war es nicht. Und da haben wir sie schon wieder. Die netten Jungs, die mich gerade eben getötet haben. Und irgendeine Schrotflinte, die irgendwo existieren soll. Und mich fast getötet hat. Da ist er doch. Ich bin genauso arm dran wie der Kerl, der gerade da an der Theke steht. Die Frage ist... Okay. Klar, schlagen war eine blöde Idee, aber... Oh, verdammt. Ich wüsste gern, was diese blöde
Mist. Noch weiter überlegen.